Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einem kurzen und spontanen Video und zwar eine kleine Neunerlegung mit diesen Gilded Reverie Lenormand-Karten von Ciro Marchetti. Ich hoffe, du freust dich. Also die Neunerlegung wird für deinen Partner, Wunschpartner oder Seelenpartner sein. Was denkt, was fühlt er und was ist sein nächster Schritt heute? Bevor ich damit beginne mit dem Mischen der Karten, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und natürlich erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Tauche in der Energie ein. Und während ich die Karten mische, sende mir deine Gedanken zu. Was sind so seine Gedanken? Eine Karte ist mir weggeflogen. So. Und die unterste Karte kommt der Mond. Der Mond steht für mich immer für eine tiefe spirituelle Verbindung, dass es auch so vorbestimmt ist, dass es auch in bestimmte Zyklen verläuft und also auch für die Anziehungskraft, für die Tiefe, für geführte Beziehungen oder geführte Verbindungen. Was denkt denn dein Herzensmensch? Also wenn er an dich denkt, ja, dann hat er schon, also hier ist schon, also eine Entscheidung ist hier schon, hat er schon eine Entscheidung gefallen. Also das ist schon mal, die Würfel sind gefallen, der hat sich entschieden. Also das steht schon mal fest, ja, dass er hier an dich denkt und dass er auch so auf jeden Fall sehr positive und glückliche Gefühle hat, wenn er an dich denkt und spielt mit den Gedanken, also dich auch wirklich einzuladen. Das ist die Einladung mit den Blumen. Das sind jetzt so auf seine Kopfebene, was er denkt und was fühlt er denn jetzt auf Bezug auf dich? Also wir haben ja gefragt auf Bezug auf dich, was fühlt er denn? Und also ich sehe hier, dass er also diese karmische Verstrickungen auch oder diese Schwierigkeiten auch, was nicht so gut verläuft, auch spürt. Aber tief in seinem Herzen hat er dich verankert und das ist so eine tiefe Verbindung regelrecht bei ihm im Herzen. Er fühlte sich so zu dir hingezogen, dass es auch so wie so eine feste Verbindung ist. Also das ist wie eine Ehe, wie ein Ritual, die ihr schon seit Jahren miteinander immer wieder kennt oder immer wiederholt. Also das ist so, wenn er an dich denkt, wie ein Ritual, wie wenn du jetzt immer zu seinem Leben gehören würdest. Der Ring steht auch für mich für die Unendlichkeit. Also das bedeutet, du gehörst ganz fest zu seinem Leben. Der hat dich ganz fest in seinem Herzen verankert, auch wenn jetzt hier noch Verstrickungen und auch wenn es jetzt noch Schwierigkeiten gibt. Also es könnte jetzt auch eine andere Frau noch hindeuten. Trotz all dem. Wir haben ja gefragt, was denkt er denn in Bezug auf dich? Ja, also im Außen zeigt sich auch noch mal die tiefe Sehnsucht, aber auch eine lange Prozess, eine lange Weg, wo der auch noch mal alles genau unter die Lupe nimmt, wenn man auch noch mal seine Möglichkeiten, seine Begebenheiten noch mal betrachtet und genau auch hinschaut, ja. Und das braucht so seine Zeit, bis sich das auch entwickelt. Also die Würfel sind gefallen. Also der weiß schon um diese besondere Verbindung zu dir
Und also das ist auch was ganz, ganz Festes und vielleicht auch seit längerem seid ihr schon miteinander verbunden. Vielleicht auch muss er erstmal eine Entscheidung treffen, falls jetzt noch eine bestehende Partnerin da ist. Vielleicht muss er dann eine Entscheidung treffen, damit es auch hier weitergeht, weil diese starke Sehnsucht zu dir ist definitiv da. Also es geht wirklich darum, um dieses kleine Glück also zu verankern, dieses kleine Glück zu manifestieren, also festzumachen. Und das wird, sollte auch wohl überlegt sein, wie dir das auch, also im Grunde, wie dir das auch in sein Leben manifestiert. Also er möchte dich auch gerne einladen, also zum Treffen, also etwas Schönes, also die Blumen sind immer für die Einladung, immer ein Kompliment, für irgendetwas, etwas Schönes, schöne Stunden zusammen zu verbringen. Das könnte jetzt auch für mich bedeuten, ja vielleicht auch sogar noch ein Heiratsantrag wäre noch eventuell drin. Ja, also denkt vielleicht auch darüber nach, wie das wäre, falls er dich jetzt einladen würde. Es würde auch vielleicht auch hier bedeuten, wenn ihr euch trifft, dass du dann ein ganz persönliches Geschenk auch bekommst als Zeichen seiner Liebe und Wertschätzung für dich. Und ja, das braucht allerdings noch etwas Zeit. Das ist eine geführte göttliche Beziehung. Das bedeutet, dass es halt auch zur richtigen Zeit in Zyklen, wenn der Zeit reif ist, wird das auch in dein Leben kommen. Ich hoffe, das konntest du gut für dich annehmen, diese kleine und kurze spontane Legung. Und wenn das der Fall war, dir hat es gefallen, hat dir was gegeben, hinterlass mir einen Like. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis zum nächsten Video. Namaste, bis bald, deine Valeria.